So Leute, wieder bei Ninja der Let's Player, diesmal wieder mit Action, es geht direkt los. Aua, sind die nett. Jetzt im Fahrenkreuz, ach, sieht man den nicht. Ah, hm. Und wie konnte man der noch... Der muss gut. Jetzt. Der muss gut. Treffen. Die haut auch voll durch. Jo, ich bin voll dabei. Die ist richtig mies drauf. Okay, Leute, jetzt gibt's ein bisschen... Vermark, Polizeisalat. Lecker. Natürlich gilt das nur für GTA und nur für die NPC-Polizei. Upsala. Ich halte die ganze Zeit irgendeinen Knopf gedrückt und weiß nicht, was das ist. Okay. Gut. Ihr wollt auch? Na, aber gerne doch. Aua, Herr Polizei, das ist aber weh. Ja, ne? Genau. Fährst du da vorne immer gegen... Okay. Alles klar. Hey, du bist gerade so ein bisschen am Nerven. Was haben wir gleich? Geil, ich hab die Leute darunter geschossen. Den Sturz nehmen. Nicht? Draufhalten, bis sich die Rohre verbiegen. Jo, aber sicher. Auf jeden Fall. Jo, Hashtag ist dann auch wieder mit am Start. Der Penner versucht mich hier schon wieder voll zu verbomben, Alter. Ja, der Wagen hat irgendwann eine Grenze, leider. Und wie der geile Kanjali-Panzer hat leider auch eine Grenze. Wo ist denn wieder so ein netter Heli? Ach, da oben. Jo, versuchen wir noch ein bisschen vorzufahren? Haben wir schon dabei, wa? Ich versuche mal einen Weg freizufahren. Ja. Einen Weg freizufahren? Hm. Schade, ich wollte ihn da oben kriegen, ich komme da nicht hin. Boah, zwei so, ja, das ist ja nett. Das ist ja nett, ich von euch, ne? Dann komm mal, ja. Geht natürlich am besten, wenn du stehst, aber leider, wenn man so schnell hat, zerlobt. Ja, hey, geht das schon. Genau, den Piloten werde ich treffen, komm her. Tschüss. Dieser Heli konnte fliegen, hat keinen Piloten mehr. Jo. Alter. Mike, Alter. Sag mal, wie viele Granaten hast du jetzt schon drauf geschossen? 300. Aber die Karre kann gut was wegschlucken, ne? Ja. Denkt man jetzt ja nicht, weil das so harmlos jetzt aussieht. Okay, eine Kanone ist drauf, aber man denkt nicht, dass der Kram so viel durchhält. Ja, Mike ballert ja die ganze Zeit mit dem RPG drauf, weißt? Herr Quant? Na klar. Das Geile ist ja, die Kiste, die hat ja so ein geiles Maschinengewehr oben drauf. Ja, ja. Und kann er nebenbei noch die geile Minen legen, weißt? Wird ja auch geil alles sehen. Ja, ist doch richtig cool. Oh Mann, sind wir wieder nett. Herr Steck, da ist gerade ein Heli auf den Boden gekommen. Ist das normal? Hier explodieren auch ganz viele Autos. Ist das auch normal? Klar, das ist alles stinknormal. Okay. Ade, bin aber weg. Jo. Da machen wir ihn auf weg.de. Schade, wenn sie auch noch erwischt. Oh ja. Jo. So Leute, das war doch geil. Aber hat lange gedauert, muss ich sagen.
Das waren aber ordentlich paar Explosionen, was die Karre weggesteckt hat. Ey, hammerhart, ja. Erstmal vom. Wir haben das mal ausprobiert mit dem. Wie heißt dieses fliegende Teil? Nicht mit der. Nicht mit der Venture, sondern mit dem. Mit dem Deluxo, genau. Da hat das Ding wirklich 29 Treffer eingesteckt. Das ist heftig, ja. 29 Treffer und 30 Raketen hatte er im Packo drin. Er konnte wirklich nur noch einmal schießen und dann war das Ding K.O. Aber nur von dem Deluxo, weißt du, die 29 Raketen hat das Ding weggesteckt. Der Deluxo hat nur tatsächlich. Nein, der hat 30 Stück. Echt? Ja. 30 Stück glaube ich nämlich hoch. 30 Stück plus der Nachteil ist, die musst du ja jedes Mal, wenn du dann halt eine Mobile hast oder so wie Dani hier, seine Avenger, musst halt jedes Mal da immer einmal rein, wieder aufladen und dann kannst du bei der. Hast du eigentlich dieses Riesendingens vom LKW da mit den großen Raketenenden drauf? Ja, sicherlich. Kannst du den mal rausholen? Oder hast du gerade was anderes geholt? Nee, ich kann ruhig rausholen. Okay, dann holen wir den. Weil dann lasse ich nämlich. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch, Leute, wieder fürs Zugucken. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dann.